Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Hallo Philipp, danke, dass ich da sein darf. Ich sehe in letzter Zeit auf deinem Instagram-Profil eigentlich nur Videos aus Teneriffa und bin auch ein bisschen neidisch, weil hier in Lübeck ist wirklich sehr bescheidenes Wetter. Was machst du da? Also ich war auf Teneriffa, bin mittlerweile wieder zurück. Wir haben eine ganze Menge Beachvolleyball dort gespielt, Nico und ich. Sehr gut. Das erste Trainingslager seit sehr langer Zeit tatsächlich. Seit wie langer Zeit? Oh, lass mich überlegen. Das letzte Mal war Anfang 2021 mit den Sargstättern auf Fuerteventura. Also, ja, gut 3 Jahre. Crazy. Das heißt aber, jetzt wird man dich vielleicht wieder öfter spielen sehen, richtig? Das kann tatsächlich sein, genau. Zusammen mit Nico haben wir den, oder habe ich den Entschluss gefunden, zu sagen, wir spielen wieder Beachvolleyball, auch kompetitiv. Und genau, die logische Schlussfolgerung war dann, wir müssen öfter an den Ball kommen. Dementsprechend nach Teneriffa geflogen. Vielleicht hat das gute Wetter auch ein bisschen eine Rolle gespielt, aber ja, und haben dann dort fleißig trainiert. Wer ist Nico? Also ist natürlich dein Beachvolleyball-Partner, aber kennt man ihn irgendwie? Kannst du ihn ja mal kurz auch hier einleiten? Er sitzt jetzt nicht daneben, aber Ja. damit man weiß, über wen wir sprechen. Ja, genau. Nico Meyer, kennen bestimmt sehr viele aus dem Beachvolleyball-Zirkus, hat mit Jonas Kaminski 2021 auf Timmendorf gespielt und ist einer meiner allerbesten Kumpels. Und genau, die vielleicht kurz und knapp die Storyline dahinter ist, dass ich jetzt eine längere Pause hatte. Nico auch. Nico lag mir dann immer wieder so im Ohr mit: Moritz, also eigentlich müssen wir noch mal spielen. So wirklich das Ausreizen und gucken, wozu wir so in der Lage sind. Hat mich damit sehr, sehr lange genervt. Er meinte so, wenn wir noch mal das volle athletische Potenzial ausleben wollen, dann jetzt so, weil in 5, 6 Jahren ist dann ein bisschen zu spät. Hat mich damit sehr genervt und hat damit aber auch einen Nerv getroffen. Und ich war dann so, stimmt, eigentlich hast du recht. So, und weil wir beide immer so ein bisschen Struggle damit hatten, den richtigen Partner zu finden, haben wir uns gesagt, warum denn eigentlich nicht zusammenspielen, Hybrid, wir sind eigentlich beide Abwehrspieler, und dann die Freude mehr in den Vordergrund zu stellen. Und genau, Ende letzten Jahres haben wir dann den Entschluss gefasst, oder haben wir gemeinsam den Entschluss gefasst, komm, wir machen das. Haben dann auf Bali und auf Lombok das erste Mal trainiert, haben wieder sehr viel Freude daran gefunden, haben gesagt, okay, let's go, mal gucken, was drin ist in der nächsten Saison. Sehr cool. Okay, und wie kommt es, dass du überhaupt so eine lange Pause hattest? Ich glaube, es waren dann ja genau 3 Jahre, hast du eben gesagt. Warst du Ja. raus? Wie kam es dazu? Einfach keinen Bock mehr, oder? Gute Frage. Durfte ich in den letzten paar Jahren ab und zu mal beantworten. Ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber ich habe 2020 war meine letzte Saison mit Rudi Schneider, den man vielleicht auch, also den wahrscheinlich sehr viele kennen. Wir haben dann ja eine sehr erfolgreiche Saison gehabt. Das war alles super cool. Wurden Westdeutscher Meister, haben eine gute Figur in Timmendorf gemacht. Und dann war für mich so der Punkt, wo wir Fünfter in Timmendorf geworden sind, war ich so, boah, geil, endlich mal gezeigt auf einer größeren Bühne, was ich denn kann. Also, weil ich war sehr besessen von dem Sport und davon auch entsprechend eine gute Leistung zu bringen und sage ich mal, in der Rangliste immer weiter nach oben zu kommen. Und habe dann nach Timmendorf gehofft, dass das dazu führt, dass ich mit Rudi vielleicht eine weitere Saison habe oder vielleicht auch mal auf mich entsprechend aufmerksam mache. Und tatsächlich war dann der Fall, dass Rudi vom DVV nahegelegt bekommen hat, mit einem anderen Partner zu spielen. Also Rudi hatte das Angebot bekommen, wieder Kaderspieler zu werden, was du ja dann auch dankend annimmst, weil das natürlich eine Unterstützung ist, die du dann vom Spitzensport kriegst, die Gold wert ist. Und ich war dann wieder ohne Partner da und dachte mir so, was mache ich jetzt? Und für mich war tatsächlich der Grund, dass sich das die ganzen letzten Jahre, die letzten 1, 2 Jahre, die ich gespielt habe,
gespielt habe, immer so angefühlt hat, als ob ich mit Gegenwind agiert hätte. So, also ich habe so ein bisschen die Freude am Sport verloren, weil du bist dann natürlich auch eher in so einer beruflichen Beziehung mit deinem Partner, wenn du sehr leistungsorientiert bist. Und das stand dann immer im Vordergrund und ich habe halt wirklich gemerkt, der Spaß ist verloren gegangen. Es hat sich so angefühlt, als ob ich mir immer mit dem Fahrrad gegen den Wind gefahren wäre, statt mit Rückenwind. Und dann, als ich wieder keinen Partner hatte, habe ich mich gefragt, okay, was mache ich jetzt? Dann sind wir ins Trainingslager geflogen mit den Sargstädtern, Nico, die Sargstädter und ich. Und dann habe ich mich dort auf Fuerteventura später verletzt, hatte eine gezwungene Pause und habe dann in der Pause mal ein bisschen reflektiert und habe halt genau das für mich erkannt. Ich habe gemerkt, die letzten Jahre waren sehr verkrampft. Ich habe irgendwie den einzigen Motivationsgrund, den ich hatte, seine Passion so ein bisschen auch zum Beruf zu machen, ja, also die Freude daran habe ich verloren und habe dann gesagt, okay, guckst du doch mal links und rechts, was gibt's denn noch so auf dem Spielplatz des Lebens so, womit du gerne deine Zeit verbringst? Und ja, das hat dann tatsächlich zu einer längeren Pause geführt als gedacht. Ja, spannend. Und das, was du dann sonst entdeckt hast, darauf gehen wir gleich noch ein. Aber ich würde gerne zum ersten Teil noch zwei Nachfragen stellen, weil ich das super interessant finde. Was hattest du denn damals für eine Verletzung, als ihr im Trainingslager wart und du dich dann daraufhin gezwungenermaßen erstmal pausieren musstest? Ich hatte ganz simpel einen Bänderriss. Das ist auch nicht im Trainingslager selber passiert, sondern ich habe danach noch mit ein paar Locals, bin ein bisschen länger geblieben auf Fuerteventura und dann habe ich noch mit ein paar Locals gespielt und dann dort mich im Training sozusagen dann verletzt, einfach umgeknickt, Bänderriss. War auch gar nicht so lang, aber irgendwie haben dann 2-3 Wochen gereicht, um zu sagen, ich nehme mal ein bisschen Abstand, ich nehme mal so eine Vogelperspektive ein und frage mich, ob ich denn überhaupt noch Lust darauf habe, was ich hier mache. Ja, kann ich verstehen. Manchmal braucht es so ein Pattern-Interrupt, dass man so aus diesen normalen Mustern ausbricht und zu sowas führt ja dann auch eine Verletzung, dass man einfach aus normalen Mustern rausgeht und einfach rumliegt, auch mehr Zeit hat, einfach gegen die Wand zu starren und sich auch mal Gedanken zu machen über sich selbst und über das, warum man etwas tut. Und ich finde es mega interessant, dass dann aus dieser Verletzung eher sogar was Positives wahrscheinlich für dich entstanden ist und du dann was anderes machen konntest. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Meistens ist man ja so im Tunnel und so beschäftigt mit seinen täglichen Aufgaben, dass man oftmals ganz vergisst, einfach mal rauszuzoomen und vielleicht mal so einen Realitätsabgleich zu machen und zu gucken, okay, ist das überhaupt noch sinnvoll oder macht mir das überhaupt noch Spaß, was ich hier gerade mache? Ganz genau. Ja, mega. Was stellst du denn mit Nico jetzt diese Saison vor? Geht ihr einfach ran und sagt, okay, wir wollen das spielen, wo wir reinkommen und einfach ein bisschen Spaß haben oder sind irgendwie schon Sachen fix geplant, die ihr auf jeden Fall spielen werdet, wo du schon mal so ein bisschen releasen kannst, wo man euch dann anschauen kann, wo man euch zujubeln kann? Ja, also zuallererst einmal haben wir uns gesagt, also wenn du jetzt von Zielen sprichst, haben wir das Ziel mal nicht an Zahlen definiert, sondern haben gesagt, wir wollen einfach Spaß im Sport haben. Ja, ich glaube, es ist ein unglaubliches Privileg, mit einem seiner besten Kumpels auf dem Court zu stehen. Und das wollen wir voll und ganz genießen und ich glaube, wenn wir das auch in den Vordergrund stellen können, dann kommen damit auch die richtigen Ergebnisse. Der Wunsch wäre natürlich, auf höchster deutscher Ebene zu spielen. Das wird allerdings ein bisschen tricky, weil wir halt keine Punkte haben. So, das ist das Problem einer längeren Pause. Ja. Und da haben wir uns jetzt so ein paar Möglichkeiten überlegt, wie man denn an Punkte kommen könnte. Ja, ist ja schwierig. Also ich meine, Rock the Beach gibt es jetzt oder gab es jetzt letzte Saison ja auch nicht so viel. Und dann mit den A-Turnieren kannst du auf jeden Fall nicht genug Punkte sammeln, um dann bei der GBT zu spielen. Wie probiert ihr es denn, da reinzukommen? Absolut richtig. Deswegen haben wir uns so einen kleinen Plan geschrieben und haben gesagt, okay, wir fliegen einfach ans andere Ende der Welt. Wir fliegen nach Australien und spielen Futures. Wir wissen noch nicht mit Gewissheit, ob wir reinkommen. Auf jeden Fall sind
dort im Bereich Australien, Asien. 3 Futures jetzt ab Ende März in Australien, Tahiti und Philippinen. Und da haben wir uns angemeldet, also da sieht man uns auf der Meldeliste und jetzt gucken wir, ob wir reinkommen. Also wir gehen schon davon aus, ich glaube Mittwoch ist Zulassung für Australien und dann wollen wir darüber gerne Punkte sammeln. Einmal für die World Tour, aber natürlich auch für die deutsche Tour und dann, das ist so der tricky Weg, den wir uns überlegt haben. Ja, sehr gut. Ich kenne es nur zu gut, weil mein guter Freund Thilo ja auch letztes Jahr dann gerade noch so Timmendorf geschafft hat, weil er mit Richie P. Müller dann in Burundi gespielt hat und die sich dann dort noch Punkte ergattert haben. Von daher kann ich es gut nachvollziehen. Und ist wahrscheinlich momentan der beste Weg, in Deutschland da irgendwie relativ fix an die Spitze zu kommen, indem man das eben so löst, bis einfach der Unterbau von der GBT einfach groß genug ist, dass man halt relativ simpel auch gute Punkte sammeln kann, um dann GBT spielen zu können. Ne? Auf jeden Fall. Also wenn es darum geht, auf der deutschen Tour zu spielen, ist das einer der besten Wege, sage ich mal. Wir haben uns tatsächlich Tilo Ricci als Vorbild genommen. Ja, ich glaube, der hat auch auf Tahiti gespielt, wenn ich mich nicht ganz irre. Und so. Und abseits davon, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, abseits davon, ich finde es einfach mega geil, irgendwo im Paradies Beachvolleyball zu spielen. Also das ist für mich auch so eine Grundmotivation, einmal Punkte für die deutsche Tour zu sammeln, auf der anderen Seite aber auch dort spielen zu können, dann von unterwegs aus arbeiten zu können. Und das ist einfach auch diese Komponente des Lifestyles, was ich extrem cool finde, das miteinander verbinden zu können. Arbeit, Sport, die entsprechenden Destinationen. Und genau, deswegen haben wir gesagt, wir machen das dieses Jahr einfach mal. Bin gespannt und wünsche dir da viel Erfolg, dass es auch passt und dass ihr einigermaßen genug Punkte sammeln könnt, um dann auch im GBT zum Beispiel spielen zu können. Und ne, vielleicht für die, die das nicht so genau wissen, meines Erachtens nach ist es mehr oder weniger unmöglich, wenn man jetzt keine Punkte hat, nur über Turniere, die man in Deutschland spielt, es zu schaffen, in die GBT reinzurutschen, weil es einfach zu wenig Unterbauturniere gibt, weil es zu wenig Punkte in diesen Turnieren gibt und deswegen kann man es eigentlich vergessen, dann darüber reinzukommen. Und ich glaube, man muss es dann eben so machen, dass man über diese internationalen Futures dann da reinrutscht, weil alle, die jetzt gerade keine oder nicht viele Punkte haben, das ist halt unglaublich schwer, da reinzukommen. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mit sehr viel Aufwand auch verbunden. Ne? Also es gibt immer, ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, aber also wir sehen uns auch nicht da, überall in Deutschland zu jedem A-Plus zu fahren, das irgendwo da ist, wo man irgendwo reinkommt. Deswegen haben wir diesen Weg gewählt. Und ja, ich stimme dir da voll zu. Ich habe das so ein bisschen verfolgt und das ist mit dem kleinen Feld, das wir jetzt haben, an Teams absolut schwierig. Und da muss halt jedes Team für sich gucken, welche Möglichkeiten es hat, da dann mit ins Hauptfeld oder mit in die Quali zu rutschen. Mega. Dann erstmal für deine sportliche Karriere viel Glück, viel Erfolg und ich bin mal gespannt. Du sagst Mittwoch, also morgen. Morgen. Kommt die Zulassung. Bin ich mal gespannt, ob ihr zugelassen werdet und drück auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt. Danke. Ich habe das jetzt gerade nicht mehr ganz in Erinnerung. Das erste Turnier, was dann stattfinden würde, wäre in Australien, richtig? Genau, 20. März ist Coolangatta. Dann, ich glaube, 2. April ist Tahiti und 8. oder 12. ist Philippinen, genau. Crazy, mega. Und dann auch zwischendurch wieder nach Deutschland zurück oder einfach Koffer packen, los und dann direkt von da, also von dem einen Turnier zum nächsten fliegen? Wahrscheinlich viel sinnvoller so. Ja, ja, also das war auch der Gedanke, dass das ist halt, also jetzt nah beieinander ist übertrieben, aber es ist tendenziell näher beieinander dort alles, deswegen dann von Australien nach Tahiti, dann auf die Philippinen und dann zurück. Philippinen ist, glaube ich, die große Frage, ob wir da wirklich reinkommen. Tahiti ist am einfachsten. Und auch wenn es alles so in der Nähe ist, ist es dann doch wiederum weit weg. Aber genau, ein Monat Rundreise sozusagen. Cool, hört sich echt stark an. Und wenn man es sieht als das, was es ist, ne, man kann Urlaub machen und nebenbei ein bisschen Volleyball spielen, nebenbei ein bisschen arbeiten, allein
so hört es sich ja schon brutal cool an. Und wenn man dann noch überlegt, dass du dir damit vielleicht die Eintrittskarte für irgendwie die GBT erspielen kannst, dann ist es ja umso besser. Ja, auf jeden Fall. Es wird auch sehr interessant sein, noch für uns, weil wir tatsächlich auch erstmal gucken müssen, wirklich, wo wir stehen. So, weil das jetzt auch wirklich eine lange Pause war. Wir haben jetzt erst Erfahrungen gesammelt auf Teneriffa, okay, so ein Realitätsabgleich, wo sind wir überhaupt, wo stehen wir überhaupt? Deswegen, das wird auch nochmal sehr, sehr interessant sein, wie das dann im Wettkampf selbst aussieht. Ja, deswegen sind wir auch vorher nochmal ein Wochenende vorher, vielleicht das noch hinzugefügt, sind wir jetzt in 2 Wochen im Rheinriff. Das ist ein A-Plus hier in Düsseldorf. Ah, okay. Und dort sind auch ein paar echt gute Teams gemeldet. Ich glaube, Sivas Reinhardt beispielsweise. Und da wollen wir auch spielen, um da erstmal ein bisschen wieder in den Wettkampf reinzukommen, weil wir natürlich keine Ahnung haben, wo wir so stehen, leistungsmäßig. Spannend. Okay. So, jetzt haken wir mal Volleyballkarriere ab. Wie gesagt, wir sind alle gespannt, was da kommt. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere spannende Sachen, die du ja beruflich machst. Und zwar haben die alle grob mit dem Thema Biohacking zu tun. Und ich würde dich gern einmal bitten, dein Unternehmen kurz vorzustellen, was du beruflich machst. Und andererseits erstmal zu klären oder zu erklären, was du unter Biohacking verstehst. Weil für mich ist es so ein Sammelbegriff, den viele Leute für alles Mögliche benutzen. Und vielleicht kannst du es einmal einordnen für uns. Yes. Also ich habe in 2022 habe ich mit Joel, einem meiner besten Freunde, habe ich die Marke Relife gegründet. Und wir machen dabei ganzheitliche Gesundheit und Leistungsoptimierung. Wir haben das zusammengefasst unter dem Begriff Biohacking. Biohacking ist im Endeffekt ganzheitliche Gesundheit auf Zellebene. Wir sagen immer, Biohacking ist einfach der neue fancy Begriff für ganzheitliche Gesundheit. Ja, also sozusagen so ein bisschen neu erfunden. Zuerst standen wir dem Ganzen auch ein bisschen skeptisch gegenüber, weil jetzt immer wieder was Neues zu finden, was sich halt cooler anhört. Aber dann sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich voll geil, diese Begrifflichkeit zu nehmen, weil es dafür sorgt, dass mehr Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Weil ganzheitliche Gesundheit klingt immer so langweilig. Und genau, was machen wir? Wir machen eigentlich holistisches Coaching. Wir haben ein Programm über 12 Wochen, wo wir unsere Klienten begleiten, von A nach B zu kommen, aber denen gleichzeitig so ein Grundgerüst an Wissen mit an die Hand geben, wo sie sehr, sehr viel mit Logik arbeiten können, damit sie nicht jetzt irgendwie nochmal Biochemie studieren müssen. Ja, und dann nach der Begleitung mit uns auch selbstständig für sich im Alltag entscheiden können, was sind denn Dinge, die mir gut tun und Dinge, die ich besser vermeiden sollte. Und da konzentrieren wir uns im Endeffekt auf 5 Bereiche. Das ist die Ernährung, die Bewegung, die Atmung, der Geist und die Umwelt. Und die Umwelt kann man Dinge zusammenfassen, wie beispielsweise den Schlaf. Ja, ganz viele unterschiedliche Umweltfaktoren. Und die implementieren wir dann individuell in den Alltag der jeweiligen Person und helfen diesen Personen, neue Routinen zu bauen. So, das ist so in a nutshell, was wir bei Real Life machen. Spannend. Und jetzt bin ich potenziell ein Klient für euch, komme zu euch. Wie kann ich mir das vorstellen? Also gibt es dann erstmal so eine Art Check-up oder beschreibe ich meine Ziele und ihr gebt mir so einen Leitfaden an die Hand, wie ich da hinkommen kann oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Also, wir haben erstmal ein Erstgespräch, ganz kurz und knapp, wo wir mal ein paar Informationen sammeln, was ist überhaupt die Situation, was ist der Wunsch, wie sieht das aus? Und eine erste Idee davon bekommen, ob es überhaupt Sinn macht, gemeinsam zu arbeiten. Weil das macht nur Sinn, wenn man einander wirklich helfen kann, ja, oder wenn wir der Person wirklich helfen können. Und dann, also wenn das mit einem Ja beantwortet wird, dann gibt es eine ausführliche Anamnese, einen Anamnesebogen, den wir versenden, den wir mit sehr vielen Details gefüllt haben, wo wir wirklich ganz, ganz viel über die Person erfahren wollen. Das ist auch alles bei uns immer noch kostenlos und dann kriegen wir den zurück, dann machen wir uns ein Bild davon und dann gehen wir
in das gemeinsame Erstgespräch und da entscheiden wir dann, ob wir in eine gemeinsame Zusammenarbeit für einen längeren Zeitraum gehen. So, aber wir wollen erstmal ganz, ganz viele Informationen sammeln. Das ist dann auch teilweise ein kurzes, knappes Ernährungsprotokoll beispielsweise, das die führen, dass wir Informationen über den Schlaf kriegen, über den Stress, wie der Alltag aussieht, über die Psyche und so weiter und so fort, um uns da wirklich ein möglichst holistisches Bild machen zu können. Mhm. Können wir nochmal, weil vielleicht, damit wir da in so ein, in solche Themen mal einsteigen können, weil ich glaube, es ist schon interessant, aber es erscheint noch wie so eine Blackbox, so okay, man meldet sich dann an und dann gibt man ein paar Daten an, mhm, und dann geht man durch die Blackbox, Mo und sein Kumpel oder sein Geschäftspartner, und dann kommt man am Ende raus und ist irgendwie ein anderer Mensch. Wenn du möchtest, lass uns mal auf die einzelnen Teile, das ist mit Absicht so ein bisschen flapsig gesagt, ne? Nee, sehr gerne. Wenn du möchtest, lass uns mal auf die Teilbereiche eingehen, die du beschrieben hast eben gerade, und einmal so ein bisschen detailliert drüber sprechen, was könnte das beispielhaft sein, was man dann da bearbeitet, oder welche Kernelemente kannst du da jetzt schon den Podcast-Gästen oder den Podcast-Zuhörern vermitteln? Mhm. Gib mir mal konkret was vor. Was schwebt dir vor, wo willst du beispielsweise reingehen? Du meintest ja eben, es gibt eben ein paar Kernelemente, woraus das Coaching besteht. Mhm. Und ReLife befasst sich also zum Beispiel mit dem Thema Psyche oder mit dem Thema Stressverarbeitung. Mhm. Und dann hast du ja noch 5 oder 6 andere Parts genannt. Und ja, vielleicht können wir erstmal auf das Thema Stressverarbeitung eingehen, weil das ist ja gerade allgegenwärtig. Irgendwie sind alle gestresst, alle haben viel zu tun, jeder rennt nur durch die Gegend, mhm, und arbeitet seine Sachen ab. Wie kann ich besser durchs Leben gehen mit weniger Stress? Ja, sehr, sehr gute Frage. Beim Thema Stress sind es 2 Dinge beispielsweise. Also was wir immer machen ist, wir geben den Leuten erstmal ein Grundverständnis. Dann implementieren wir neue Routinen, ja, und zeigen den Leuten, wie sie diese umsetzen können. Umsetzen müssen sie natürlich selber. So, was wir beim Stress machen ist beispielsweise, ein Grundprinzip vom Thema Stress ist halt Sympathikus, Parasympathikus. So, also für diejenigen, für die das, also dir ist das sicherlich ein Begriff, für diejenigen, denen das kein Begriff ist, wir haben einmal den Zustand, in dem wir uns entspannen, in dem wir Regeneration haben, Verdauung haben, das ist der Parasympathikus, und dann unseren Zustand, in dem wir im Stress sind, das ist der Sympathikus. So. Und gerade beim Thema Stress kann man sagen, wir leben in einer wahnsinnig sympathikotonen Welt. Also jeder ist immer und ständig eigentlich gestresst. Und Sympathikus ist eigentlich unser Fight-Flight-Modus, also kämpfen oder flüchten. Das findet ja seine Wurzeln so ein bisschen in der Evolution. Wenn dann früher vor uns ein Tiger stand, dann gab es halt 2 Optionen. So, entweder wir kämpfen jetzt oder wir flüchten. Und unser Körper wurde dann geflutet halt mit Stresshormonen, um entsprechend bestmöglich auf die Situation reagieren zu können. Und das war dann damals auch gut und richtig so. Ja, und hat uns dann oftmals dazu verholfen, zu überleben. Oder auch nicht, aber im besten Fall ist schon. Und dann nach kurzer Zeit, wo dann die Gefahr vorbei war, ist man in den Parasympathikus gekommen, heißt in die Entspannung. Und es ist sehr wichtig, dass man da halt einen Ausgleich hat. Und heutzutage sind wir halt sehr, sehr oft immer in diesem Sympathikus, weil jede Form von Stress, sei es jetzt zum Beispiel, dass man sich über seinen Chef auf der Arbeit aufregt, ja, oder im Stau sitzt und da aufregt, ganz viele solche kleine Sachen sorgen für die Ausschüttung von Stresshormonen. Und wir kommen in diesen Sympathikus. Und wenn wir im Sympathikus sind, dann sind wir halt die ganze Zeit geflutet von diesen Stresshormonen, und das sorgt dafür, oder das ist simpel gesagt sehr anstrengend einfach für unseren Körper. Wir sind dafür nicht gemacht, über einen langen Zeitraum in diesem Zustand zu sein. So, und das sorgt dann über einen längeren Zeitraum dafür, dass wir beispielsweise weniger gut regenerieren können, dass wir Verdauungsprobleme bekommen, weil wir nur in der Entspannung beispielsweise verdauen können, oder dass Entzündungsprozesse langfristig hoch bleiben. Und das sind Dinge, die sieht man immer
mehr bei Menschen. Ja, man hat ja das klassische Burnout oder Leute haben immer mehr Müdigkeit, haben Energielosigkeit. So, und da ist ein großer Aspekt einfach Stress. So, also wenn es eine Sache gibt, die beispielsweise die Langlebigkeit verringert, dann ist es einfach Stress, weil das auf biochemischer Ebene auf ganz vielen Facetten wirkt. Und da ist es halt so, dass wir unseren Klienten helfen, bewusst Ausgleich zu schaffen und dann gucken, welche Routinen passen in deren Alltag. Es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Das Simpelste ist, einfach mal in die Natur zu gehen. Ja? Allein die Farbe Grün stimuliert beispielsweise den Parasympathikus. Ja? Oftmals ziehen wir so eine Linie zwischen uns und der Natur und vergessen dabei, dass wir selber der Natur entspringen. Deswegen ist das so immer Nummer eins, die wir sagen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Techniken wie die Meditation, parasympathische Atmung, wo man prinzipiell darauf achtet, durch die Nase zu atmen, länger aus als einzuatmen, kreative Dinge aber auch zu machen, wie einfach Musik hören, malen, gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge, die man dann tun kann, um in den Parasympathikus wieder zu kommen, mehr in die Entspannung, um da natürlich wieder dann auch Kraft und Energie zu sammeln. Okay, ja, danke für den kurzen Abriss, mega. Ich glaube, auch eine coole Zusammenfassung für alle Menschen, die gerade zuhören und das Gefühl haben, okay, ich fühle mich ein bisschen gestresster und habe das Gefühl, dass das aber auch meinen Alltag negativ beeinflusst. Jetzt hast du gesagt, es gibt eben Sympathikus, Parasympathikus, und was ich gelernt habe in dem Zusammenhang ist, das ist ein Kontinuum, also es gibt nicht on oder off, sondern es ist im Prinzip, auf der einen Seite steht Sympathikus, auf der anderen Parasympathikus, und wir bewegen uns immer auf diesem Kontinuum hin und her. Es ist nicht 0 oder 1, sondern es ist halt alles in dem 0-Komma-Bereich auch möglich. Und die Schwierigkeit oder ja doch, die Schwierigkeit besteht eben darin, dass man eben schnell diese Switches machen kann, weil wir wollen ja auch manchmal in diesen Kampfmodus gehen, zum Beispiel, wenn wir ein gutes Training haben wollen, zum Beispiel, wenn wir aber auch was an der Arbeit wegarbeiten müssen, was einfach schnell durch sein muss, wo wir uns konzentriert ein paar Stunden ransetzen wollen, auch dann ist man ja eher in diesem Kampf- und Fluchtmodus. Und die Frage, die ich jetzt noch hätte, wäre, was sind so deine Tipps, um eben schnell diesen Switch hinzubekommen? Also ich bin zu Hause und möchte gerne von der Arbeit abschalten. Ich möchte so schnell wie möglich eben in Entspannungsmodus kommen, indem ich mich eben nicht aufs Sofa setze und den Fernseher anknalle, sondern irgendwie was mache, dass ich in den Entspannungsmodus komme, und zwar möglichst sinnig und möglichst gesund, sagen wir es mal so. Also was ich als wertvollstes Werkzeug sehe, immer wieder, ist die Atmung. Also ich glaube, der erste Schritt ist, wenn man nach Hause kommt, ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die essentiell ist, ist halt einfach mal das Handy zur Seite zu legen und einfach mal auch so ein bisschen in Anführungszeichen Langeweile zu kriegen. Einfach mal, dass der Kopf wieder Raum hat zum Denken. Ja? Ja. Und wenn man dann in die Entspannung kommen möchte, dann ist die Atmung ein wahnsinnig wertvolles Tool dafür. Beispielsweise Box Breathing ist eine super Sache dabei. Also 4 Sekunden ein, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden aus, 4 Sekunden halten. Und dann reichen manchmal 5 Minuten, die man sich nimmt und dann durch die entsprechende Atemtechnik, da gibt es unterschiedlichste, die da funktionieren, kennen einige bestimmt auch aus dem Yoga. Yoga ist ja ursprünglich Atmung gewesen, bevor die Bewegung dazu kam. Und so kommt man sehr, sehr gut, sehr schnell in die Entspannung. Ja? Das können natürlich auch simple Sachen sein, wo jemand sagt, okay, jedes Mal, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, weiß nicht, setze ich mich hin, trinke meinen Tee. Oder für manche Leute ist das Meditation, für manche Leute ist das eine entspannende Bewegungsroutine. Da muss man dann immer gucken, was funktioniert für eine Person, weil wir sind alle unterschiedlich. Und da fragen wir unsere Klienten auch mal, siehst du dich da? Ja, siehst du dich das jeden Tag machen oder 5 out of 7, also 5 von 7 Tagen machen oder nicht? Weil wenn nicht, dann bringt das auch nichts. Ja. Also für mich ist das eine super Sache. Ich nehme mir manchmal einfach Zeit, einfach mal mich hinzusetzen, Handy zur Seite und dann 10 Minuten atmen, 10 Minuten oder vielleicht auch 10 Minuten meditieren. Ja.
und dann einfach mal Ruhe finden. Meditation muss ja nicht immer bedeuten, nur dass du in einen extrem meditativen Zustand kommst, sondern einfach mal dich nur auf deine Atmung zu konzentrieren und mal zu beobachten, was da eigentlich die ganze Zeit oben in deinem Kopf abgeht. Ja, genau. Beobachten, nicht drin sein, sondern von außen beobachten. Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche nucleushealth.de und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code PHIL10. Die Sponsoren und deren Website sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, ist spannend, weil, guck mal, ich habe auch jahrelang probiert, ich wollte unbedingt meditieren können. Es war so ein Ding für mich, dass das bestimmt eine coole Sache ist, und habe es dann viel probiert mit zig Apps und bin da aber nie wirklich gut reingekommen. Und mein Ding war es dann eher zu sagen, okay, anscheinend ist das nichts für mich, ich habe mich da nicht gesehen, muss ich aber erstmal für mich realisieren, dass ich mich da nicht sehe. Ja. Und dann muss ich erstmal drauf kommen, dass es theoretisch auch überhaupt andere Sachen gibt, die ich dann nutzen kann. Und eine Möglichkeit war dann für mich zum Beispiel das Thema Atmung, insbesondere Boxatmung, wie du es beschrieben hast, ist genau das, was dann bei mir geholfen hat, da besser in so einen Modus zu kommen, gerade in Zeiten, wo ich sehr gestresst war. Und das ist voll wichtig, dass man eben so Alternativen hat, die man einnehmen kann, um für sich ein bisschen Ruhe in den Körper zu bringen und vor allem in den Geist zu bringen. Und wie gesagt, es muss dann nicht für jeden Meditation sein, sondern es kann eben auch so eine simple Sache wie Atmung sein. Und ich finde, Atmung klappt irgendwie immer und bei jedem, weil du halt durch dieses Atempattern deinem Nervensystem mehr oder weniger Ruhe verordnest, automatisch, weil durch die Atmung du natürlich direkt deinen Sympathikusnerv beeinflussen kannst, wohingegen meiner Meinung nach Meditation eher sowas ist, was mehr gedanklich gesteuert ist, weil man eben versucht, seine Gedanken zu beobachten, atmet man dann automatisch ein bisschen langsamer, kommt man automatisch dahin, dass man den Sympathikus reguliert und Entschuldigung, ich meinte auch nicht den Sympathikusnerv, sondern ich meinte den Nervus vagus. Ja. Ja. Dann dafür sorgt man, dass man besser in die Entspannung kommt. Das heißt, für mich ist Boxatmung nochmal der direktere Weg zum Ziel und hat dann nochmal meiner Meinung nach auch einen direkteren Einfluss auf den Körper, weil es eben auch so, wie soll ich sagen, ist direkt messbar und direkt ausführbar. Also es ist etwas, was du machst, nicht etwas, wo du dich reinfühlst. Verstehst du, wie ich meine? Hast du das auch so empfunden? 100%, das ist ja genau das. Also wenn wir gestresst sind, dann kann man das ja oftmals auch, also wenn wir wirklich gestresst sind, oftmals auch an der Atmung hören, dann ist das so ein... Und das Schöne ist, jetzt können wir unsere Atmung nicht nur über unser Stresslevel stimulieren, sondern anders als früher gedacht, können wir auch unser Stresslevel über unsere Atmung bestimmen und simulieren. Und das sehe ich voll so, wenn man sich da einmal reinfallen lässt und sich dann wirklich auch für 5 bis 10 Minuten dem so verschreibt und dann sich voll auf die Atmung fokussiert, dann hat man unglaubliche Wirkung einfach auf sein Stresslevel, das man gerade hat, im positivsten Sinne. So, ich habe auch mal Mobility-Kurse gegeben und dann habe ich am Ende mit denen immer Atmung gemacht für 4-5 Minuten, auch Box-Breathing, dann manchmal die Ausatmung noch ein bisschen länger gezogen und das war egal, manchmal war es montags morgens, manchmal war es freitags abends und die waren dann eigentlich nach dem Kurs sehr aufgeweckt, dann haben wir 5 Minuten Atmung gemacht, dann wären die fast eingeschlafen. Und das war immer sehr, sehr, sehr schön zu sehen, wie krass die Wirkung von Atmung da ist. Also deswegen auch ein super Tool, weil du trägst deine Atmung ja immer mit dir. So, deswegen brauchst du nichts außer deinen Atem. Und es ist halt so einfach, dass dann doch wieder niemand nutzt. Es ist eben nicht, dass du an ein fancy Gerät angeschlossen wirst, dass du irgendwelche speziellen, super krassen Bewegungsroutinen ausführen musst. Du musst einfach nur hinsetzen,
und in einem bestimmten Rhythmus atmen, den du halt vorher festlegen kannst, der jetzt auch nicht so super wichtig ist. Hauptsache die Ausatmung ist länger als die Einatmung und vielleicht hast du ein bisschen Pause zwischen den Atemzügen. Und das war es schon. Und das klingt so simpel und genau deswegen macht es meiner Meinung nach niemand. Aber es würden so viele Leute davon profitieren, es einfach mal ein bisschen in den Alltag zu integrieren. Und damals, als ich es genutzt habe, war es auf jeden Fall riesig viel wert. Und ich bin froh, dass ich das für mich entdeckt habe und beziehungsweise mir es gezeigt wurde und will das auf jeden Fall nicht missen. Also alle, die zuhören, probiert es wirklich mal aus. Es kann mehr verändern, als man glaubt, auch wenn es eben so eine simple Geschichte ist. Ja, man muss sich einmal drauf einlassen. Ja, genau. Und deswegen finde ich das bei der Atmung viel einfacher, sich darauf einzulassen, als jetzt zum Beispiel Meditation, weil wenn du, also man nimmt ja dann eine App fürs Box Breathing, gibt es ja zig Apps, wo immer diese 4 Sekunden, wo es dann so eine kleine Vibration gibt oder ein ganz leises Geräusch oder so, aber wenn man in Gedanken mitzählt, dann können deine Gedanken ja auch gar nicht abschweifen. Das heißt, du kannst nicht wieder an die Arbeit denken, wenn du eigentlich in Gedanken immer bis 4 zählen musst oder bis 6 oder wie auch immer du das dann einstellst. Und das ist das, was für mich den Unterschied gemacht hat, weil Meditation, wie gesagt, du kannst abschweifen, aber da nicht, wenn du dich noch nebenbei auf die Atmung konzentrieren möchtest und die Sekunden zählen willst. Stimmt. Ist mir noch gar nicht so krass bewusst geworden, aber 100% näher. Ja, ich bin bestimmt vom Typ her die passende Zielgruppe für euer Coaching, weil mich genau solche Sachen oder mich genau dieses Thema Stress eben immer so früher auch mehr als heute, aber ziemlich umtreibt. Und ich glaube, dass ich deswegen manchmal so eine Perspektive einnehmen kann, nicht nur von jemandem, der das jetzt irgendwie anbietet und so aus dieser Gesundheitsrichtung kommt, sondern auch als Unternehmer, der irgendwie auch so sein Päckchen mit sich rumträgt und da aber auch für Ausgleich sorgen möchte im Alltag irgendwie. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was waren denn die anderen Parts, aus denen Real Life besteht? Also, mit der größte Part ist noch Ernährung. Da haben wir auch unsere Hauptexpertise. Das ist so, dass das auch, wo wir mit unseren Klienten die meisten Dinge verändern, einfach weil der Hebel, den man hat, so enorm groß ist an positiven Effekten, die man damit bewirken kann. Ja, okay. Na, dann lass uns da mal reingehen, wenn du möchtest. Du musst mir konkret wieder was geben. Was sind so die drei größten Fehler, die Menschen oder ja, die Klienten von euch machen? Und wie heißt der Lösungsansatz jeweils dazu? Also wenn wir jetzt über Ernährung sprechen. Ja. Die drei größten Fehler. Ich muss ein bisschen nachdenken. Oder welche Misskonzeptionen gibt es deiner Meinung nach in Deutschland, wo du sagst, okay, das ist schlichtweg eine an sich gute Idee, aber wird komplett falsch umgesetzt. Oder ist eine scheiß Idee und wird noch obendrein falsch umgesetzt. Ja, ich glaube, also das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Also eine Sache ist auf jeden Fall dieses Konzept. Also eine Sache, die mich tierisch aufregt, ist das Konzept, dass sich viele nur darauf fokussieren, abzunehmen und den Fokus darauf setzen, dass sie eine gute Figur, einen guten Körper haben und dabei dann auch immer vor allem diese Quickfixes suchen, ja, die schnelle Lösung und der Fokus nicht auf der Gesundheit liegt, sondern auf dem Wunschkörper. Und wenn wir uns gesund ernähren, dann kommt der Traumkörper von alleine, das ist ein Nebeneffekt. So. Und ich finde das einen viel besseren Ansatz. Das ist so eine Sache mal so ein bisschen auf der Metaebene. Wenn wir jetzt tiefer reingehen, ist es so, dass viele Menschen einfach sehr verwirrt sind und dann mit Dingen anfangen und diese nicht durchziehen, weil sie den Glauben daran verlieren. Das ist so ein ganz großer Punkt immer noch.
Sei es, dass sie auf einmal hören, Low Carb ist gut, Low Fat ist gut oder fangen an, vegan zu werden oder was auch immer. Und bleiben dann nicht dabei, weil sie sich in gewissen Richtlinien oder in einem gewissen Rahmen befinden, der sie sehr limitiert. Das ist noch ein Punkt. Und ich glaube, viele haben einfach wirklich den Bezug zur Natur verloren. Was ist wirkliche Nahrung? Was sind wirkliche Lebensmittel? So. Und wir sehen ja auch in der Makroverteilung oftmals Probleme. Also viele Menschen, jetzt ist es nicht an die Sportler gerichtet, weil Sportler können einen deutlich höheren Carbload haben. Aber wir sehen eine krasse Verteilung immer, dass Kohlenhydrate den Großteil der Kalorien ausmachen bei den meisten Menschen. Und gerade wenn du jetzt viel am Schreibtisch sitzt und das dein Alltag ist, und dann du nicht halt wie die typischen Leistungssportler 2 Einheiten am Tag hast, dann ist das eher oftmals kontraproduktiv. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich mit Tabea im letzten Podcast unterhalten habe. Deswegen ist ganz interessant, dass wir es hier nochmal aufgreifen und du prinzipiell was Ähnliches sagst, ne? Wir haben zu viele Kohlenhydrate als irgendwie günstige Kalorienquelle, die aber dem sitzenden Lebensstil irgendwie überhaupt nicht gut tut. Aber warum ist das so? Also warum machen Kohlenhydrate jetzt irgendwie dick und Proteine oder Fette jetzt nicht unbedingt? Oder warum sind generell zu viele Carbs überhaupt nicht so schlau? Okay. Also erstmal, Kohlenhydrate an sich machen nicht dick. Nur das Prinzip dahinter ist so, dass Kohlenhydrate haben ein paar Nachteile. Jetzt die Frage, wie tief gehen wir rein? Super tief. Okay, gucken wir uns die Makronährstoffe an. Wir haben Fette, Proteine, Kohlenhydrate. So. Und wenn wir bei den Proteinen anfangen, Proteine sind essentiell. Protein kommt von Protos, griechisch der erste. Proteine sind die Bausteine des Lebens, sage ich immer. Ja, Proteine sind nicht nur Muskelwachstum, sondern sind auch, also all deine Strukturen, deine Enzyme, dein Immunsystem, alles ist aufgebaut aus Proteinen. Super wichtig. Fette genauso, allein die Zellmembran ist aus Fetten gemacht. Fette super wichtig, viele essentielle Aufgaben im Körper. Kohlenhydrate haben als primäre Aufgabe, dass sie eine schnelle Energiequelle darstellen. Und dabei ist der Punkt, dass das überhaupt nicht schlecht ist, aber wenn wir das vergleichen mit den vielen Aufgaben, die Proteine und Fette beispielsweise im Körper haben, ist die Aufgabe der Carbs erstmal sehr klein. Und tatsächlich, wir malen immer dieses Haus der Gesundheit, da haben wir 3 Säulen, ja, das sind Proteine, Fette, Kohlenhydrate. Nehmen wir die Säule der Kohlenhydrate weg, bleibt das Haus bestehen. Also wir können ohne Kohlenhydrate überleben, also das zentrale Nervensystem und die roten Blutkörperchen brauchen Kohlenhydrate, aber die können wir tatsächlich über die Gluconeogenese aus Protein selbst herstellen. Also wir brauchen keine Kohlenhydrate. So, das Haus der Gesundheit bleibt bestehen. Nehmen wir die Fette oder die Proteine raus, dann würde das Haus der Gesundheit zusammenfallen. So, das heißt, also auf kurz oder lang würden wir sterben. So, und das zeigt erstmal, wie untergeordnet eigentlich die Rolle der Kohlenhydrate ist. Und im Gegensatz dazu steht, dass wir halt sehr viele Kohlenhydrate in der Gesellschaft konsumieren. Und das Problem, das damit einhergeht, ist, dass erstens viele Kohlenhydrate, von denen wir heute konsumieren, ultra-processed foods sind, also hochverarbeitete Lebensmittel. Mit einer sehr geringen Nährstoffdichte, aber einer sehr hohen Kalorienlast. Das heißt, die Leute essen viele Kalorien, aber ihr Körper kriegt wenig von dem, was er eigentlich haben will. Ja, also Mikronährstoffe. Das nächste ist, dass Kohlenhydrate, desto mehr sie verarbeitet sind vor allem auch, für einen hohen Blutzuckeranstieg sorgen. Ja, das ist dann dieses zum Beispiel mittags Nudeln essen, großer Teller Nudeln, eine Stunde später ist man im Koma, so, weil einfach nichts mehr funktioniert. Das ist dann dieser Blutzucker-Spike und der Körper reguliert dann den Blutzucker mal runter, der ist dann im Keller und dann kriegt man danach gar nichts mehr hin und will am liebsten Mittagsschlaf machen. Das sind so 2 Sachen. Und das nächste ist, Kohlenhydrate werden primär in unseren Muskeln, in unseren Glykogenspeichern gespeichert. Überschüssige Kohlenhydrate werden dann zur Leber gebracht und die Leber wandelt diese dann in Fett um. So, und das heißt, überschüssige Kohlenhydrate lagern sich im Körper dann auch als Fettpölzerchen sozusagen an, ja, vor allem als viszerales
Bauchfett in der Region. Das sieht man dann beispielsweise auch bei Menschen, die dieses typische Bild haben von dass man skinny fett ist. Und da ist halt einfach das Problem, dass wenn wir uns wenig bewegen, wir oftmals volle Glykogenspeicher haben und dann die ganze Zeit die überschüssigen Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden. So, und das eine Sache vielleicht noch, weil viele Menschen achten halt auf die Kalorien, aber haben immer wieder Schwierigkeiten, sich an die Zahl zu halten, wie sie sich vielleicht selber vorgeben. Und gerade wenn unsere tägliche Ernährung sehr kohlenhydratbasiert ist, dann ist das kein Wunder, weil unsere Sättigung ist abhängig von einmal Mechano- und Chemorezeptoren. So, und Mechanorezeptoren, die werden halt über die Fülle, über die Menge der Nahrung stimuliert und Chemorezeptoren über Protein. Das heißt, unser Körper isst so lange oder wir essen so lange, bis wir genug Protein zu uns genommen haben. Und wenn wir die ganze Zeit nur schnell verdauliche Carbs zu uns nehmen, haben wir immer wieder ganz schnell Hunger. Und das sorgt dann dafür, dass wir ganz schnell überessen. So, das ist bei Sportlern, die halt immer wieder die Glykogenspeicher leer hauen und super, super hohen Verbrauch haben, kein Problem. Aber bei dem Menschen, der am Schreibtisch sitzt und sich ja überlegen muss, ob er heute zum Sport geht oder nicht und dann zweimal die Woche Sport macht, kann das schon schneller mal zu einem Problem führen. So, und deswegen sagen wir auch immer, Kohlenhydrate sind nicht per se schlecht, aber wir müssen die Kohlenhydrate oder die Menge der Kohlenhydrate an die Menge unserer Belastung anpassen. So, mehr Belastung, mehr Kohlenhydrate. Weniger Belastung, weniger Kohlenhydrate. Eigentlich ganz einfach. Ja, sehr cool. Und danke, dass wir da so ein bisschen tiefer reingegangen sind, weil das ist genau das, was wichtig ist, dass wir die Sachen grundlegend verstehen, um grundlegend etwas anders machen zu können. Und von daher vielen Dank für den kleinen Exkurs. Ich glaube, das war für viele Leute nochmal enorm wichtig, da einfach die Grundlage zu verstehen, warum einfach Müsli morgens nicht die richtige Idee ist. Dass es schon mal ein bisschen schlauer ist, Müsli dann wenigstens mit Proteinpulver zu essen. Und dass es aber noch viel schlauer wäre, einfach Eier zu frühstücken oder Lachs oder whatever, statt dann das Müsli zu nehmen. Und bitte. Ich habe da letztens ich glaube, du hast einen Post gemacht. Wenn du perfekt den Tag starten willst, dann guck, dass du eine proteinreiche und fettreiche erste Mahlzeit hast oder ein proteinreiches Frühstück. Ja. Ja. Woher hast du die Berührungspunkte damit bekommen oder erfahren? Ja, ist ja, also dieses Thema Ernährung ist natürlich was dich immer umtreiben sollte, wenn du im Gesundheitssektor tätig bist. Und ursprünglich habe ich damit zu tun durch Wolfgang Unsöld, der habe ich jetzt schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Er hat auch ein Buch geschrieben, was ich mir damals gekauft habe und auch immer noch im Schrank stehen habe, Dein bestes Training, 150 Tipps für, weiß ich nicht, ist das maximale... Der ja, genau. Ja. Ja. Und Wolfgang schreibt halt, er ist dann auch ein bisschen direkter, er schreibt immer, isst hier zum Frühstück. Ja. So, das weiß ich nicht, ob es so sein muss. So, ich glaube schon, dass es möglich ist, vegetarisch oder vegan irgendwie durchzukommen, wenn du genetisch dafür gut ausgelastet bist. Also auch Nico Rittenau sagt ja, dass nicht jeder Mensch für Veganismus oder für tauglich ist, weil es einfach genetische Abweichung gibt zwischen Menschen und nicht jeder das eben vertragen kann. Bei Nico war es ja, glaube ich, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, dass seine Freundin eben oder seine Frau, Freundin, Veganismus nicht vertragen hat und einfach jetzt zusätzlich Eier isst und gelegentlich, glaube ich, auch Fisch, aber weiß ich nicht ganz genau. So, um den Punkt fertig zu machen, Wolfgang hat halt schon von Tag 1 gepredigt, man sollte proteinreich essen, frühstücken und man sollte vielleicht noch ein bisschen Gemüse zu sich nehmen, was auch immer, auf jeden Fall Low Carb. Und also nicht nur Low Carb, sondern auch High Protein und relativ High Fat, je nachdem, wie fett man selber ist und was man für einen Stoffwechsel hat. Weil wenn du halt 25% Körperfett hast, wäre es sinnvoller, nur Proteine zu essen mit ein bisschen Fett. Und wenn du weniger Körperfettanteil hast, solltest du trotzdem Low Carb essen, aber eben dann ein bisschen mehr Fette zu dir nehmen als Treibstoff sozusagen für deinen Körper. Weil entweder, also jetzt plump gesagt, entweder läuft dein Körper auf Proteinen, entweder läuft dein Körper auf Fetten oder auf Kohlenhydraten als Energiequelle.
Und er kann eben nur eins von beiden nehmen und deswegen solltest du lieber die Fette nutzen. Und ich habe dann eben angefangen, Ei zum Frühstück zu essen, Hack zum Frühstück zu essen und andere tierische Produkte, Lachs zum Beispiel mit Avocado ist immer auch so ein Ding. Und mir persönlich hat es extrem gut getan, weil ich bin schon eher ein Morgenmensch. Also ich bin nachmittags und abends nicht mehr so leistungsfähig, vor allem eben kopfmäßig auf jeden Fall nicht mehr so leistungsfähig. Und deswegen war es für mich, oder ist es für mich seit Jahren wichtig, dass ich morgens einfach gut in die Gänge komme und eben relativ schnell aktiv sein kann und aktiv bleiben kann. Und ich habe dann festgestellt, dass ein kohlenhydratreiches Frühstück mit Brot oder Brötchen oder auch Müsli einfach dafür sorgt, dass ich nicht so gut in die Gänge kommen kann, beziehungsweise erst ein ziemliches Hoch hatte, dann habe ich gefrühstückt und hatte ich direkt einen Downer. Und das passiert eben nicht so doll, wenn ich eben so gefrühstückt habe, wie ich es eben kurz erklärt habe. Und ich glaube, deswegen sollte man es zumindest mal ausprobieren. Ich meine, es gibt jetzt auch diese Studien zu Haferflocken, dass einfach Haferflocken nicht dafür sorgen, dass man so einen Blutzuckerpeak hat. Insbesondere scheint es so zu sein, wenn man Haferflocken mit Proteinen irgendwie isst. Das heißt, am besten wäre es dann eben mit Proteinpulver. So, das heißt, diese These, man muss Low Carb essen, ist dahingehend schon wieder so ein bisschen widerlegt, wobei ich trotzdem lieber Omelette essen würde zum Frühstück als irgendwie Haferflocken. So. Auch wenn es diese Studie gibt, muss jeder eben für sich selber gucken, okay, was hilft mir persönlich wirklich am besten? Und deswegen, wir reden jetzt drüber, ich habe mit so vielen Gästen schon genau über die Art und Weise zu frühstücken gesprochen. Ich hoffe, dass jetzt jeder Zuhörer, jede Zuhörerin es zumindest mal ausprobiert hat, so zu frühstücken. Dann kann man immer noch sagen, ja gut, ist nichts für mich, ich bleibe bei meinem Müsli. Ist dann halt so. Aber vielleicht sind ein paar dabei, die gesagt haben, ey, eigentlich tut mir das ganz gut, ich behalte es vielleicht mal bei. Ja, mir geht's auch so, Philipp, ich bin auch eher so ein Morgenmensch. Komm her, dann probiere ich das mal und esse ein paar Eier zum Frühstück, statt mir ein paar Brötchen reinzuziehen. Und ich denke, dass es vielen Leuten extrem gut helfen kann, da einfach diese Umstellung hinzubekommen, lass mal ein paar mehr Proteine essen, ein bisschen weniger Kohlenhydrate, denn, das hast du richtig gesagt, Protein heißt Leben. Proteine, dein ganzer Körper ist aus Protein aufgebaut, dein Immunsystem ist einfach ein Haufen Proteine, deine Sehnen, Bänder, Gelenkkapsel, alles ist im Prinzip aus Proteinen aufgebaut und es ist so töricht, einfach den ganzen Tag sich Carbs reinzuschaufeln. 100%. Und auch dieses Ausprobieren, ich finde das so wichtig. Wir sagen auch mal Try and Error. Am Ende kommt es darauf an, wie du dich fühlst mit diesem Frühstück, ja, oder generell mit allen Entscheidungen, die du triffst, wie du dich fühlst. Das ist auch immer das, was wir unseren, ich sag mal Coaches, ja, ich sag eigentlich immer ungern Klienten, unseren Coaches immer sagen: Die Regel Nummer eins ist das Feedback, das dir dein Körper gibt. Also egal, welche Zahlen da stehen, was die Studie sagt und so weiter und so fort, wenn du dich damit richtig gut fühlst, also ehrlich gut fühlst, dann mach das. Und wenn du dich nicht damit gut fühlst, dann mach das nicht. Ja? Nur gerade für Menschen, die halt immer das Gleiche gemacht haben, macht es Sinn, einfach mal das andere auszuprobieren und mal gucken, was passiert. So. Und vielleicht auch länger als ein, zwei Tage, sondern vielleicht mal ein, zwei Wochen, weil der Körper braucht meistens auch ein bisschen Zeit, sich umzustellen. Und ich habe genau die Erfahrung in die andere Richtung gemacht. Ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr lang mich versucht, vegan zu ernähren, weil ich eben damals der Meinung war, es wäre für meine Gesundheit besser. Also Ich für bin meine jetzt schon persönliche zwei. Gesundheit. So, und es gibt so viele Leute da draußen. Ja, hast du auch probiert? Ja. Okay. Ja, und du kannst ja auch gleich mal berichten, wie es bei dir war. So, ich habe wirklich, und ich habe es, glaube ich, schon einigermaßen gut gemacht. Ich habe es bestimmt nicht perfekt gemacht, aber einigermaßen gut. Ich habe massiv abgenommen, ich hab super Gewicht verloren und zwar Muskelmasse verloren. Ich war eben insgesamt einfach nicht mehr so leistungsfähig und alles lief nicht mehr so rund. Aber ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass es vielleicht schon mit der Ernährung zu tun haben könnte und dass das womöglich das Problem ist. Und damit will ich wieder nicht per se sagen, Veganismus ist schlecht, sondern ich will nur sagen, man muss dann auch ehrlich sein und eben nicht in so einer Ideologie verhaftet sein. Und das war schon damals für mich so ein bisschen so eine Ideologie. Nee, daran kann es nicht liegen. Es muss andere Gründe haben, warum es mir nicht so gut geht.
Und das war so ein bisschen dann so ein Augenöffner, so einfach, wie du es bei dir gemacht hast mit der Volleyballkarriere, einfach einen Schritt rauszugehen, rauszuzoomen und erstmal auf das Bild zu gucken und zu sagen, ey, was ist eigentlich gerade bei mir los? Was hat sich vielleicht geändert im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr? Und wie fit fühle ich mich wirklich? Und check doch mal die Waage, Junge. Du hast wirklich massiv abgenommen. Das auch mal Ja. ehrlich an sich ranzulassen, dann zu reflektieren und zu sagen, okay, was muss ich wieder anders machen, damit es wieder bergauf geht? Und das hat bei mir so ein bisschen erstmal gefehlt und zum Glück habe ich es dann relativ schnell realisiert und habe dann eben angefangen, mich wieder anders zu nähern. Das war für mich genau richtig so. Wie war es denn bei dir? Eine interessante Frage noch. Was hast du als erstes wieder implementiert? So als waren das auch Eier? Nee, ich habe dann einfach wieder vegetarisch gegessen. Also ich habe ein halbes Jahr vegan gegessen und bin dann auf vegetarisch umgestiegen. Das heißt, das Erste, was ich implementiert, ja doch, das Erste waren also Eier und Käse. Ja. Oder nicht nur Käse, Ja. sondern Milchprodukte generell. Sowas wie Joghurt oder Quark oder so auch. Interessant ist meistens so, dass die Eier der erste Schritt sind. Bei mir war es so, ich habe, das ist ganz lustig tatsächlich, ich habe Game Changers geguckt damals. Und habe auch ein paar Sachen gelesen so in dem Bereich und dann war ich irgendwo wie so eingenommen davon, dass ich gedacht habe, so, boah, das musst du machen, also das ist der one and only way, das ist der einzige Weg. Und habe dann ein halbes Jahr war das ungefähr, ich habe wahnsinnig viel gekeimt auch, also Sprossen gekeimt, was mir sehr viel, sehr, ja, was mir sehr viel Spaß gemacht hat auch hat und so. Ich hatte damals eine Phase, gleichzeitig viel Stress. Man kann es jetzt nicht fix machen an dem Stress, man kann es oder an tatsächlich auch der Ernährung. Ich hatte dann aber sehr Probleme einfach mit der Verdauung. So, das war nicht so cool. Ich habe gemerkt, dass ich mich nicht so energiegeladen gefühlt habe. Ich bin öfters krank geworden. Und für mich war tatsächlich, weil das so ein bisschen so ein fließender Übergang war in den Veganismus, war es für mich so, dass ich gar nicht so gemerkt habe, so boah, also es war nicht so vom einen Tag auf den anderen, dass ich gemerkt habe, boah, jetzt geht es mir schlechter, sondern es war vielmehr so andersrum. Ich habe jetzt gerade auch nochmal in den letzten anderthalb Jahren meinen Proteinkonsum sehr in den Fokus genommen und das aus tierischen Quellen und vor allem mit sehr viel rotem Fleisch. Und das war für mich die krasseste Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich in kürzester Zeit wirklich also Kraftwerte durch die Decke gegangen sind und meine Körperkomposition sich nochmal ganz verändert hat. So, ich war immer eher Typ Hardgainer, so, das heißt, ich habe nicht wirklich zunehmen können. So, jetzt bin ich bei 1,92 auf 1,92 bei 92 Kilo mit dem gleichen Körperfettanteil geblieben und ich habe, glaube ich, Anfang letzten Jahres habe ich für tatsächlich, das waren anderthalb, 2 Monate, habe ich nicht komplett 100% Carnivore, aber ich habe für einen sehr langen Zeit, also für diesen Zeitraum habe ich sehr fleischbasiert gegessen. Und ich bin dann innerhalb von wirklich 2,5 Monaten von einem Squat, 8er Set, 90 Kilo war ich ungefähr, da habe ich gerade so dran gekratzt, auf 120 Kilo gleiche Rep-Zahl gekommen. In wirklich so extrem, also das war Wahnsinn. Ich hab das nicht verstanden, wie das möglich war. Und habe halt gemerkt, krass, okay, was hast du, also ich habe geguckt, was hast du denn eigentlich so alles verändert? Klar, ich habe regelmäßig trainiert, das ist so eine Prämisse dafür, aber ich habe gerade die Ernährung verändert. Und das war für mich so, wie kann das denn sein? So. Und habe halt dann gemerkt, wie potent, ja, also Protein, rotes Fleisch ist. Und habe halt auch gemerkt, meine Verdauung hat sich besser reguliert. Ich habe gemerkt, dass ich insgesamt einfach viel weniger krank geworden bin, was bei mir früher echt so ein Thema war, was sehr, sehr oft der Fall war. Und einfach, ich war resilienter, so insgesamt. Und das war für mich einfach so ein Feedback, wo ich gemerkt habe, ja, das tut dir gut, ja, du solltest mehr davon machen. Ja, ganz genau. Ja, Verdauungsprobleme waren bei mir auch ein richtig krasses Thema während der veganen Zeit. Und wenn du, ich war vorher
und habe auch immer noch nicht die allerbeste Verdauung, beziehungsweise die aller, ich habe nicht so einen Affenmagen, weißt du, es gibt Leute, die sitzen auf dem Festival. Ich war früher auf Festivals, kann es hoffentlich demnächst mal wieder sein. Und es gibt Leute, die haben noch nicht mal da irgendwie Verdauungsprobleme. Und du weißt, was da kommt, Dosensuppe oder Dosenravioli und Bier. Und die vertragen das trotzdem. So, das würde ich nie im Leben vertragen, ist klar. Aber Verdauungsprobleme waren da wirklich alltäglich während meiner veganen Zeit, weil eben, wenn du auf cleane Proteinquellen zurückgreifen möchtest als Veganer und eben nicht hochverarbeitetes Zeug kaufen möchtest, dann isst du halt Linsen und Kichererbsen und so. Und da sind aber so viele auch Antinährstoffe drin, die einfach für den Darm überhaupt nicht gut sind, beziehungsweise wo man eben genetisch dafür bereit sein muss, die einigermaßen gut zu verdauen. Und dann ist die Kehrseite davon, Fleisch hat halt wirklich, also niemand ist allergisch gegen Fleisch. Es gibt diese Eiweißunverträglichkeit, das gibt es, aber da bist du nicht nur gegen Fleisch allergisch, sondern auch gegen andere Eiweiße. Und Fleisch, dagegen ist niemand allergisch. Das verdaut jeder ziemlich gut. Das hat keine Antinährstoffe. Das ist gut verträglich. Und auch ein Ding, um eben meiner Verdauung was Gutes zu tun, ist deswegen da auf meine Proteinquellen zu achten und eben dann relativ selten sowas wie Bohnen und Linsen zu essen. Und ich würde jetzt auch nicht per se sagen, dass das schlechte Proteinquellen sind, aber dass man es wohl dosieren muss. Weil wenn du den Körper überlädst mit diesen Antinährstoffen, die ja auch in geringem Maßen gesund sein können, aber wenn du es einfach überlädst damit, dann ist es super ungesund und du kriegst dann mega Verdauungsprobleme. Und da sind wir wieder bei der Ideologie. Man muss das dann halt ehrlich für sich reflektieren und nicht an der Ideologie haften bleiben. Ja, Veganismus ist das Allerbeste auf der Welt. Oder es gibt ja auch die Typen, und das sind meistens Typen, die halt so an ihrem Fleischkonsum festhängen und die ganz bestimmt einfach ein bisschen weniger davon essen sollten, weil sie einfach viel zu viel Eisen dann im Körper haben, absolut toxisch sein kann. Und es ist definitiv so, dass es auch Leute gibt, die einfach ein bisschen weniger Fleisch essen sollten. Da sind wir auch wieder bei den Leuten, die ein bisschen unsportlicher sind, die sich eh relativ wenig bewegen, die müssen sich auch mehr bewegen. Aber auch da gibt es dann die vielleicht weniger davon konsumieren sollten, dafür mehr andere Nährstoffe, zum Beispiel eben Fette aus pflanzlichen Quellen oder generell mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe, was für die dann vielleicht ganz wichtig wäre. Also es geht in beide Richtungen und in jedem Fall musst du dich einfach ehrlich reflektieren und das ist ja das, was den meisten schwerfällt, weil es einfach so einfach ist, einer Ideologie zu folgen, einfach einer Glaubensrichtung zu folgen und dann einfach straight das zu machen, was die sagen, weil das wird schon das Richtige sein. 100%. Ich finde es auch so spannend. Du hast am Anfang gefragt, was sind so die größten Fehler, die viele Leute machen oder so die Mythen. Sehr, sehr viele Menschen verlieren sich immer in Extremen, in der Welt von Social Media. Und am Ende des Tages ist es wieder beides. So, und gerade wenn wir jetzt einmal waren bei der Wirksamkeit von Fleisch oder auch der Wirksamkeit von Ballaststoffen, ich weiß nicht, kennst du Michaela Peterson? Die Talking von Jordan Peterson? Ja, genau. Das ist ja die Story. Also Michaela ist auf der Lions Diet, wo du Beef isst, Salz und Wasser. So, und die hatte, glaube ich, in jungen Jahren, was so ganz interessant ist, das ist ja so ein bisschen diese Parallele zu Joelle, meinem Mitgründer, sie hatte unheimlich Gelenkprobleme. Ich glaube, Entzündung in, ich will nichts Falsches sagen, 20, 30 Gelenken in sehr jungen Jahren. Ja, sie hatte, wenn ich kurz einhaken darf, weil ich es genau weiß, weil ich darüber viel gelesen habe, sie hatte juvenile Arthritis, das ist eine Rheumaform bei Kids und so stark, dass sie, ich meine, sie auf jeden Fall das Sprunggelenk austauschen musste. Also sie hat schon mit 14 oder mit 16 hat sie schon ein Sprunggelenk implantiert bekommen. Und das macht man nicht so leichtfertig. Also in Deutschland, du weißt ja auch, Knie und Hüfte wird relativ häufig gemacht, aber Sprunggelenk machst du generell nicht viel, weil da ist sehr viel Belastung drauf. Das braucht in viele Richtungen Beweglichkeit. Und wenn du dann ein neues Sprunggelenk bekommst, dann ist diese Superbeweglichkeit ist dann relativ schwierig. Und deswegen tut man sich generell schwer damit, das zu implantieren. Aber bei ihr gab es halt keine andere Möglichkeit, weil das Gelenk so im Arsch war von der Arthritis. Das finde ich so super spannend. Interessant, dass du auch so viel dazu gelesen hast.
Da sieht man einfach, also siehst ja im Endeffekt Salz und Fleisch und nimmt Wasser zu sich, was natürlich jetzt mal die ganz extreme Form davon ist. Und ist halt also soweit ich das richtig wahrgenommen habe, beschwerdefrei. Und das ist Ja. extrem krass zu sehen, wie wenig triggernd Fleisch ist. Jetzt kommt aber der Punkt, sobald sie was anderes isst, und das sieht man bei sehr, sehr vielen Menschen, kommen wieder Symptome. So, und deswegen Fleisch ist ein sehr neutrales, Anführungszeichen neutrales Lebensmittel. Das heißt, es triggert sehr wenig, aber ist jetzt auch nicht anti-entzündlich. Hat zum Beispiel nicht die Wirkung wie beispielsweise sekundäre Pflanzenstoffe, die wir sehr, sehr viel in pflanzlichen Lebensmitteln haben. Und ich glaube einfach, was ich auch immer wieder merke, ist, dass um dann wirklich wieder auch tolerant gegenüber anderen Lebensmitteln zu sein, bei Menschen, die zum Beispiel so wirklich Probleme haben, chronische Beschwerden, vielleicht auch Probleme mit ihrer Verdauung haben, um da mal reinzugehen, weil das heutzutage auch so eine Epidemie ist, wirklich an chronischen Darmproblemen und Verdauungsproblemen. Jeder hatte gefühlt ein Leaky Gut, ist, dass man dann nicht nur wie sagt man das, dass man nicht nur eine Isolationsdiät führt, also dass man nicht nur sorgt, okay, dafür sorgt, dass man alle Trigger sozusagen rausnimmt, sondern danach auch wieder aufbaut. Und dann kommen halt wieder die Pflanzen ins Spiel. Ja, unser ganzes Mikrobiom ernährt sich von den Ballaststoffen, ja, aus den Pflanzen. Und um da ein gesundes Mikrobiom zu haben, also wir sagen ja mittlerweile, das Mikrobiom, unser Darm ist das zweite Gehirn. Du hast ja eben auch über den Vagusnerv gesprochen. Ja, also wir wissen mittlerweile, die Kommunikation ist nicht nur vom Hirn zum Darm, sondern auch vom Darm zum Hirn, ja, sogar zum größeren Teil. 95% des Serotonins wird beispielsweise im Darm gebildet. So, super, super, super spannend. Dementsprechend das Mikrobiom in so einer Symbiose zu halten, ist unglaublich wichtig. Und deswegen, die ganzen Menschen, die in so einer Carnivore-Diät sind, sage ich immer so, ich weiß nicht, ob das nicht auch wieder fast in eine Richtung der Ideologie geht, andersrum, wo wir jetzt gerade auch über den Veganismus gesprochen haben, weil im Endeffekt sind wir als Menschen Omnivore und also Allesesser. Und das Ding ist, dass die Pflanzen einfach unser Mikrobiom nähren. Und das Mikrobiom ist Teil von uns, bestimmt teilweise unsere Stimme, unser Mut, wie es uns geht, unsere Gesundheit. Und dementsprechend kommen dann wieder die Pflanzen rein. Und auch, weil wir jetzt, ne, viel davon gesprochen haben, dass Veganismus, dass man da vorsichtig sein sollte. Genauso brauchen wir ganz extrem die Pflanzen, um das Mikrobiom entsprechend zu nähren, um dann eine gute Symbiose herzustellen, um dann auch wieder tolerant, beispielsweise wenn man eine chronische oder chronische Darmprobleme hat, um tolerant gegenüber anderen Lebensmitteln zu werden. Ganz genau. Ja, und da kommt wieder Wolfgang Unsold ins Spiel. Es gibt einen ganz alten Blogartikel von ihm und er schreibt, auf den Teller gehören 50% Tier, 50% Pflanze. Einfach um sowohl auf der einen Seite erstmal alles abgedeckt zu haben, was mit Proteinen zu tun hat und Fetten und auf der anderen Seite Greens abzudecken und die Ballaststoffe abgedeckt zu haben. Also 50-50 Diet, so würde er es, glaube ich, beschreiben. Und ja, er ist halt sehr straight, wenig Carbs, außer hast halt wirklich einen sehr niedrigen Körperfettanteil. Aber ich denke, wenn man jetzt seine Regeln so ein bisschen aufweicht und das ein bisschen anders angeht, ist es trotzdem sehr, sehr gut auch auf die allgemeine Bevölkerung anwendbar, weil wir uns einig sind darin, dass viele gute Proteinquellen sehr gesund sind und dass natürlich auch immer viel Salat und frisches Gemüse auf den Teller gehört und von mir aus auch nicht nur frisches Gemüse, aber Gemüse auf den Teller gehört und das einfach ganz, ganz wichtig ist. Ich würde noch eine Ergänzung bringen, gerne zu dem, was du meintest, mit dem Serotonin, was im Darm gebildet wird. Es wird ja nämlich auch von gewissen Darmbakterien in der Verarbeitung von Ballaststoffen der Neurotransmitter GABA gebildet. Und GABA ist das, was fürs Gehirn diese Bremse ist. Also das heißt, GABA hilft dir dabei, und jetzt schließen wir den Bogen zum Anfang des Gesprächs oder zumindest zum Anfang des zweiten Teils des Gesprächs zum Thema Stress. GABA hilft dir dabei, oder in den Entspannungsmodus zu kommen. Das ist der Neurotransmitter, der auf die Bremse tritt und sagt, okay, Junge, jetzt ruh dich mal aus. Und ich habe zum Beispiel damals, als ich meine Probleme hatte, also
ich hatte nicht nur Verdauungsprobleme, sondern ich hatte auch auf jeden Fall ein massives Problem mit Stressverarbeitung, weil ich kam nie so richtig runter. Und ich habe dann so einen Stuhltest gemacht, habe das untersuchen lassen und diese Lactobacillen, das sind so ein paar Bakterienstämme oder Darmbakterienstämme, die dafür zuständig sind, eben GABA zu bilden, die waren in meinem Mikrobiom gar nicht vorhanden. Also nicht nur ein bisschen, also krass. Es gab nicht nur nicht ein bisschen, sondern es gab wirklich gar nichts. Und ich habe das zusammen mit einem Heilpraktiker gemacht. Grüße an Felix an dieser Stelle. Und Felix hat gesagt, ja, Digga, ist doch kein Wunder, dass es bei dir so katastrophal ist mit dem Relaxen in Ruhe kommen, wenn du einfach null GABA produzieren kannst, wenn du null Darmbakterien hast, null Lactobacillen hast und null, die dann null GABA produzieren können, ist klar, dass es dir nicht so gut tut. So, und jetzt der Umkehrschluss. Ich habe dann angefangen, Darmbakterien zu nehmen, dann ging es mir schon ein bisschen besser. Dann hatte ich aber immer noch Einschlafprobleme. Jetzt, yeah. Long story short. Und wenn ich jetzt abends zum Einschlafen ein Supplement nehme, was GABA enthält, dann ist das für mich zum Schlafengehen das Allerwertvollste. Also es gibt ja alle möglichen Sachen, die du zum Schlafen nehmen kannst. Yeah. Melatonin oder Magnesium, Taurin, whatever. Gibt zig Sachen. Aber für mich persönlich ist GABA mit Abstand das Potenteste. Also nicht nur, das ist dann so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Aber es muss GABA enthalten sein, damit es für mich einfach so richtig was bringt. Und das klingt jetzt so retrospektiv so einfach, aber das sind halt 2 Jahre lang Arbeit mit mir selber, das ja. überhaupt zu checken. Und es sind dann so einfache Rädchen, an denen du drehen kannst, die aber einen riesigen Einfluss auf dein Leben haben. Und ich meine damit wirklich dein Leben, weil wenn ich jetzt von der Arbeit komme, das liegt natürlich auch an meiner kleinen Hündin, dann bin ich sofort gechillt, weil es fällt mir viel, viel leichter, einfach runterzukommen. Und das ist eben nicht nur Psyche und Körper, sondern es spielt immer zusammen. Und du hast eben richtig gesagt, der Darm hat einen riesigen Einfluss auf das Gehirn und andersherum. Und das darf man nicht unterschätzen, wie sehr diese Connection ist oder wie stark diese Connection ist. Voll. Ich finde das auch mega spannend. Ich glaube, wir sind uns als Typ, als wie wir funktionieren, sehr ähnlich. Ich habe auch Thema Stress, Thema Einschlafprobleme. So was bei mir zum Beispiel Gamechanger war Magnesium Bisglycinat. Ich habe tatsächlich das vom Ipsy. das war für mich damals krasser Gamechanger. Ich habe auch GABA genommen. Super, super gut funktioniert. Und das ist ja genau das Ding, wenn du, also das wissen ja die allermeisten nicht. So, und was das für einen großen Einfluss auf deinen Alltag hat, auf deine Lebensqualität, ja, abends richtig einschlafen zu können und morgens fit aufzustehen, das ist so enorm, damit steht und fällt ja gefühlt alles, ne? Deswegen auch interessant, dass du da die gleiche Erfahrung gemacht hast, auch so mit GABA, das hat mir auch sehr geholfen abends, weil sonst lag ich immer im Bett und habe gemerkt, der Kopf dreht sich um so viele Sachen und irgendwie habe ich das Gefühl, mein Stresshormon war noch hoch und dann Magnesium, GABA, auf die Bremse drücken, runterkommen und dann schlafen wie ein Baby. Ja, und jetzt gibt es wieder viele Leute, die sagen, ja, aber das kann ja nicht normal sein. Ja, natürlich ist es nicht normal. Natürlich wäre es viel besser, wenn man sich ins Bett legt und einfach so schlafen kann. Es gibt einfach auch gesegnete Menschen, die legen sich ins Bett und pennen. Meine Frau zum Beispiel, die hat noch nie in ihrem Leben Einschlafprobleme gehabt. Nie. Klar, wenn mal was richtig Aufregendes passiert, so wahrscheinlich vor unserer Hochzeit hat sie wahrscheinlich auch nicht so gut geschlafen, das ist klar, aber sonst legt sie sich ins Bett und eine Viertelstunde später ist sie eingeschlafen und so viel Glück hat halt nicht jeder Mensch und dann helfen eben Nahrungsergänzungsmittel und sind eben nicht der böse Feind, Nahrungsergänzungsmittel, womit sich einfach einige Leute total bereichern wollen und uns abziehen, nee, da geht es einfach nur darum, dass du viel mehr Lebensqualität bekommst und das zu dir nehmen kannst, was dir wirklich fehlt. Und dann braucht mir auch keiner kommen mit, ja, aber das kann ich ja mit der Ernährung alles aufnehmen. Nee, kannst du eben nicht, weil bestimmte Stoffe eben mit der Ernährung nicht aufnehmbar sind, beziehungsweise bestimmte Stoffe eben gebildet werden müssten im Körper. Und wenn das einfach nicht funktioniert, dann musst du Abhilfe schaffen und dann bringt es nichts, so lange drauf zu warten, bis dein Körper perfekt im Einklang ist und du schlafen kannst, sondern dann solltest du lieber das Supplement nehmen, statt jede dritte Nacht erstmal bis
2 Uhr nachts wach liegen zu bleiben und nicht einschlafen zu können, weil dann ist der nächste Tag im Eimer, dann ist der Tag danach im Eimer, weil du dann irgendwie Mittagsschlaf gemacht hast und sowieso wieder nicht nachts einschlafen kannst. Und das Leben muss einfach planbar sein und es wird planbarer, wenn du einfach viel geordneter ins Bett gehen kannst, wenn du viel gleichmäßiger wieder aufstehen kannst. Und dabei helfen dann eben die Nahrungsergänzungsmittel und sind enorm wichtig für viele oder wären enorm wichtig für viele, viele Leute. Voll, absolut. Und das ist auch so ein Punkt, den hört man oft als Argumentationsgrundlage, die Nahrungsergänzungsmittel sind ja eigentlich nicht natürlich und damit wollen sich viele Menschen bereichern. Zum Teil ja, das ist wahr, auf jeden Fall, aber zum großen Teil auch nicht. Wir haben einen Leitsatz bei uns, bei Real Life ist, wir haben eine Welt geschaffen, für die wir selbst nicht geschaffen sind. Und wenn wir jetzt in einer natürlichen Welt leben von früher, ja, also keine Stadt, kein künstliches Licht, so, wir sind angepasst an Tag und Nacht, das heißt, der Tag ist vorbei, wenn die Sonne untergeht, ja, weil dann kannst du halt nichts mehr sehen, dann brauchen wir auch viele dieser Dinge nicht. Mhm. Aber wir haben halt eine unglaublich unnatürliche Welt geschaffen, was dafür sorgt, dass wir aktiv wieder Bedingungen kreieren müssen, die für uns, für unseren Körper, für unsere Genetik natürlich sind. So. Und dazu gehört zum Beispiel auch Supplementierung. Aus ganz vielerlei Gründen haben wir nicht mehr ausreichend Nährstoffe in unserer Nahrung. Ja, ausgelaugte Böden, wir haben eine sehr frühe Ernte, wir haben einen langen Transport, wir haben höheren Bedarf aufgrund von vieler Giftstoffe und so weiter und so fort. Und dann macht eine Supplementierung einfach wahnsinnig viel Sinn, um diese Defizite auszugleichen. So, und das ist dann auch, wo Biohacking beispielsweise dann so auf das Advanced Level kommt. Ja, wir haben immer die Basis, wir sagen immer Boring Basics First, guck, dass du vernünftig schläfst, dass du keine Scheiße isst, guck, dass du nicht den ganzen Tag mega gestresst bist, weil das scheitert schon bei den meisten Menschen. Und dann kommen wir auf den Advanced Step, dann geht es um Orthomolekularmedizin, dann geht es um Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise und da dann halt an kleinen Stellschrauben zu drehen, abhängig davon, was man für ein individueller Typ ist. Und wie du das selber gesagt hast, Nahrungsergänzungsmittel können für manche Menschen Wunder bewirken, ja, bei sehr spezifischen Problemen. Deswegen tun wir auch mit vielen Menschen oftmals Blut abnehmen und dort dann halt wirklich gucken, wie sieht es bei denen aus und was fehlt denen vielleicht und was passt zu deren Körpertyp. So, und du hast die Erfahrung gemacht, ich habe die Erfahrung gemacht, bei dir ist es GABA, bei mir ist es das Bisglycinat, das Magnesium und das schenkt einfach so viel mehr Lebensqualität an wieder. Ja, ganz genau. Vielleicht um das, was wir eben besprochen haben, nochmal zusammenzufassen und wieder auf unsere Zielgruppe hier zu beziehen, die Volleyballer. Gibt es so, sagen wir mal, 2, 3, 4, vielleicht auch 5 Prinzipien, das kann sich auch jetzt wiederholen, was du gerne jungen Volleyballern mitgeben wollen würdest, wo du sagst, hätte ich das mit... Ich weiß nicht genau, wann du mit Volleyballspielen angefangen hast oder wann du dich entschieden hast, ich möchte es ein bisschen professioneller machen. Was würdest du gerne jungen Volleyballern mitgeben? Wo sagst du, hätte ich das damals mal gewusst, dann wäre ich viel erfolgreicher vielleicht gewesen. In Bezug auf die Gesundheit jetzt oder im Allgemeinen? Gerne im Allgemeinen. Natürlich brauchen wir jetzt nicht über irgendwie Pritschtechnik zu sprechen, das ist ja nicht Thema des Podcasts, aber du weißt, was ich meine. Es geht um den ganzen Rest, um das Haus der Gesundheit, so wie du es genannt hast. Ja, also wenn wir einmal in der Gesundheit drin bleiben, dann den Körper wirklich wertzuschätzen und gerade in jungen Jahren das nicht für, also don't take it for granted, ja, nicht für selbstverständlich zu nehmen. Einfach, weil die Knieschmerzen kommen, die Schulterschmerzen kommen, so, das kommt. Mein kleiner Bruder ist tatsächlich 19 jetzt und ich habe ihm lange gesagt, hab eine Routine für deine Mobility-Übungen, ja, find einen Ausgleich, ernähr dich vernünftig, letzteres macht er zum Glück schon, aber das sind so ein paar Basics, dass man präventiv was macht, um den Körper zu pflegen, weil sonst kommen früher oder später die Schmerzen. Das ist so eine Sache, gerade als junger Spieler, das Beschissenste, was es gibt, ist Pause zu machen. So, gerade wenn man richtig Bock auf den Sport hat. Deswegen da
frühzeitig was dafür zu machen, dass die Maschine geölt wird, also dass der Körper funktioniert, heißt, find eine Mobility-Routine für dich. Iss hochwertiges Essen. Eine Regel vielleicht da noch, um dieses Thema Ernährung abzuschließen. Die beste Regel, die wir haben, ist Single-Ingredient-Food. Also Lebensmittel mit einer Zutat, also die, die du so auch in der Natur findest. Das funktioniert immer sehr, sehr gut, weil das für viele Menschen sehr bildlich ist. Das ist so eine Sache. Dann, wenn wir das so ein bisschen im bigger picture sehen, ist klar, gerade im Leistungssport, Disziplin ist wichtig und hart zu arbeiten, auch mal durch Phasen zu gehen, die scheiße sind, das gehört dazu, aber stell den Spaß in den Vordergrund, weil das ist auch ursprünglich, wenn du dich fragst, okay, warum mache ich das Ganze, es ist immer der Spaß, der im Vordergrund stehen sollte, die Freude daran. Ich habe die tatsächlich damals verloren und das war der Grund, warum ich aufgehört habe, warum sich 2 Jahre sehr verbissen angefühlt haben, einfach was ich jetzt wieder für mich in den Vordergrund stelle, und ich glaube, das ist immer gerade so mit der Energie, mit der du ins Training gehst, mit der du durch den Tag gehst, die Dinge einfach machst, die ist sehr entscheidend. Ja? Ist das wirklich Freude oder ist es Zwang? Und das ist so mein bester Rat an jeden jungen Spieler, ja, das sich immer wieder in den Kopf zu rufen, ja, dass das Spaß machen soll. Absolut, absolut. Und dass man nicht sofort abbrechen soll, solange es einmal nicht Spaß macht, aber dass man versucht, seinen Fokus auf die Sache nochmal zu switchen, auch wenn es ein paar Spiele lang nicht so gut läuft, dass eben die Logik ist, nicht immer verbissener zu werden, sondern eher das Tempo manchmal rauszunehmen und einmal durchzuatmen, rauszuzoomen, zu gucken, okay, was ist eigentlich los, woran liegt's und weiter. Und eben nicht dieses, okay, jetzt nochmal try harder und nochmal rein und nochmal mehr. Weil manchmal ist mehr nicht der richtige Weg und manchmal ist mehr der richtige Weg, aber zu gucken, okay, was ist für mich jetzt gerade wichtig? Ja, und um die Wortwahl da vielleicht nochmal ein bisschen zu spezifizieren, klar, wenn du ein großes Ziel hast und auch erfolgreich sein willst, dann gibt es immer Phasen, die sind scheiße. So, und du, ich sag immer, du fliegst auf die Fresse und dann stehst du wieder auf, ne? So, fällst halt 20 Mal hin, stehst 21 Mal auf oder 100 Mal und einmal mehr aufstehen und dann kommst du an dein Ziel. So, das Prinzip. Ne, das lebe ich immer noch voll heute, das habe ich auch damals sehr gelebt und es macht nicht immer alles Spaß, aber es sollte dich erfüllen, um da mal ein anderes Wort zu nehmen. Es sollte dich erfüllen, auch die Momente, die mit sehr viel Pain verbunden sind oder die einfach schwierig sind, weil Spaß ist heutzutage, sage ich mal, ein sehr gefährliches Wort, das ist immer dieser kurzzeitige Dopaminkick, das wird es nicht immer sein, ne? Also es gibt dann auch Trainings, die machen halt nicht so viel Spaß, aber es sollte dich im Großen und Ganzen, wenn du rauszoomst und darauf guckst, so bin ich auf dem richtigen Weg, ist das geil, mag ich das, was ich hier mache mit Höhen und Tiefen, erfüllt mich das, und wenn dann die Antwort ja ist, dann ist gut, dann ist super. Mega. Wäre das alles, was du jungen Volleyballern mitgeben möchtest? Eine Sache vielleicht noch ist, also hör auf dein Umfeld, aber hör auch nicht auf dein Umfeld. Bedeutet, wenn es darum geht zu träumen, setzt du dir selbst die Grenzen und nicht deine Eltern, deine Freunde oder deine Trainer, sondern das machst du immer selbst und am besten setzt du dir gar keine Grenzen. Dementsprechend wähle sehr selektiv aus, auf wen du da hören möchtest. Ich hatte diese Erfahrung früher damals selbst gemacht. Ich weiß noch, ich hab sehr spät angefangen mit Volleyball und vielleicht die Storyline ist vielleicht ganz cool für den einen oder anderen. Und habe dann mit 14 habe ich angefangen ein bisschen zu spielen und erst mit 17 dann richtig. Und dann habe ich mit 17, glaube ich, das erste Mal einen Trainer bei mir auf der Beachanlage gefragt, so, hey du, es gibt da diese westdeutschen Jugendmeisterschaften im Beachvolleyball. Kann ich mich da anmelden? Also macht das Sinn? Mit meinem damaligen Kumpel und Beachpartner. Die Antwort war so, ich glaube nicht, dass das für euch Sinn macht, ihr seid dafür deutlich zu schlecht, da kriegt ihr nur aufs Maul. So. Und das war dann natürlich nicht die Antwort, die ich hören wollte. Und in meinem Kopf war dann so, halt's Maul, ich gehe da trotzdem. So. Wir sind dann hingegangen, haben auch aufs Maul bekommen, tatsächlich. Ja, aber es war cool zu sehen, wie gut andere Spieler in meinem Alter sein konnten.
Ich habe Kontakte gesammelt, bin dann durch die Kontakte irgendwann nach Bonn gekommen, habe mich da verbessert, habe dann nochmal U20 Deutsche Jugend gespielt, sind dann mit Abstand Letzter geworden und so. Und ein paar Jahre später wurden wir Fünfter in Timmendorf, oder wurde ich Fünfter in Timmendorf. Und hätte ich damals vielleicht genau auf diesen Rat gehört, wäre ich niemals da hingekommen. So, und mein Dickkopf, den ich habe, der vielleicht manchmal für Probleme sorgt, aber der ist manchmal auch ganz gut. Und das vielleicht noch so als Anekdote und das vielleicht auch als Learning zu mitnehmen. Lass dir von keinem sagen, gerade in diesem ganzen Kadersystem, dass es gibt so, du bist zu klein oder du hast zu spät angefangen oder das reicht nicht. So, setz dir deine eigenen Grenzen und am besten setz dir gar keine Grenzen. Gerade als junger Spieler, weil man dann sehr, sehr viel Wert schon auf die Worte, ne, auch seiner Trainer und seines Umfelds legt. Und dann überleg dir mal ganz genau, von wem du wirklich Rat auch annehmen möchtest. Ja, und ja, glaub an dich selbst und setz deine eigenen Träume und Ziele so hoch, dass ja, sie den Horizont übersteigen. Ja, spannend nochmal und auch cool, dass du da die Story geteilt hast, weil das, glaube ich, für viele schon auch wichtig ist, genau diese Stories zu hören und sie auf das eigene Leben anzupassen. Und ich würde dir da voll recht geben, dass das Sinn macht, dass man einerseits träumen muss und andererseits auch selektieren muss, von wem möchte ich überhaupt Rat haben, weil viele auch ungefragt Rat geben, den man dann auch nicht hören will, aber auch nicht hören muss. Und bei manchen ist es so, ist kein schöner Rat, aber man muss trotzdem von denen hören, weil das eben einfach schlaue Menschen sind. Und da muss man wirklich gut selektieren, von wem man da Input haben möchte. Am Ende hätte ich noch so ein paar Rapid-Fire-Questions. Und vielleicht kriegen wir die sogar wirklich rapid hin. Ja. Was wärst du denn, wenn nicht Volleyballer, Schrägstrich, jetzt, ich nenne es mal Gesundheitscoach oder Biohacking-Coach, also wenn deine Vergangenheit vielleicht du irgendeine Abbiegung anders genommen hättest, also irgendwas anderes geklappt oder nicht geklappt hätte, was würdest du dann beruflich machen? Eigentlich hätte ich gesagt Fußballprofi. Weil als kleines Kind war mein Wunsch immer, Fußballprofi zu werden, bevor ich mit dem Volleyball angefangen habe. So eine konkrete Antwort habe ich darauf nicht. Ich glaube, es hätte auch irgendwo da geendet in irgendeiner Form von Selbstständigkeit oder Unternehmertum, weil der reguläre Job nicht zu mir passt. So. Ja. Wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würde es handeln? Ja, gute Frage. Ist tatsächlich ein Wunsch von mir, das gegebenenfalls irgendwann mal zu tun. Und ich glaube, wenn, dann würde es sich sehr viel um innere Arbeit handeln. Also mit sich selbst, mit Selbstreflexion, mit Umgang mit Emotionen. Weil das ein Thema ist, das mich sehr lange, sehr intensiv begleitet. Und ich glaube, dass das für jeden von uns ein Thema ist. Und ja, wenn ich ein Buch schreiben würde, dann müsste ich das mit voller Leidenschaft machen. Dann wäre es wahrscheinlich zu irgend so einem Thema, ja. Okay. Was kochst du am besten? Beef. Beef. Fleisch. Hätte ich. Aber dann eher grillen. Ja, wahrscheinlich das, ja. Was war dein letzter Fehlkauf? Flüge nach Marokko. Also ursprünglich wollte ich statt nach Teneriffa ins Trainingslager nach Marokko. Ja. Und dann habe ich Hinflug und Rückflug nach Marokko gebucht. Und dann bin ich aber ja doch nach Teneriffa geflogen und habe einen Flug von Teneriffa nach Marokko gebucht, weil ich danach noch in Marokko sein wollte. Hab dann aber Teneriffa verlängert und hab Marokko nie gesehen und hab 3 Flüge einfach so gebucht. Ach, du meine Güte. Ja, war nicht so teuer insgesamt, aber das war so der letzte Fehlkauf. Okay. Wie möchtest du in Erinnerung bleiben? Das ist jetzt eine sehr tiefe Frage. Ja, das ist, wir brauchen ja auch eine gute Abwechslung zwischen tiefen Fragen und wirklich sehr einfachen Fragen. Nee, 100%, finde ich gut. Als jemand, der das Leben der Menschen positiv bereichert.
sei es das Leben der Menschen direkt in seinem Umfeld, Freunde, Family und so weiter, aber als auch aber gleichzeitig auch auf größerer Scale, heißt durch beispielsweise Real Life oder andere Projekte, die dann noch kommen werden, das Leben einer größeren Gruppe von Menschen positiv zu beeinflussen und zum Besseren zu machen. Sehr schön. So, jetzt sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Wie kann ich denn eigentlich, wenn ich jetzt Zuhörer bin und das total spannend finde, was du machst, wie kann ich da gut mit dir in Kontakt treten oder mich zum Beispiel zu Real Life informieren? Also, Kontakt treten, ich glaube, heutzutage ist Instagram Tool der Wahl, also gerne über Instagram einfach kontaktieren. Dort sind wir auch mit Real Life, dort machen wir auch Content. Da haben wir unser eigenes Profil, das findet man auch über mein privates Profil. Dort gibt es dann auch regelmäßig ja, Tipps, Tricks, Hacks für den Alltag. Also dort auf jeden Fall. Ansonsten auch über unsere Website, wenn man jetzt so ein bisschen tiefer reingehen möchte, reallife-coaching.com. Und genau, da antworten wir dann auch immer sehr, sehr schnell. Sehr schön. Ja, ansonsten würde ich gerne noch Jo grüßen, der uns beide zusammengebracht hat. Yes. Vielen Dank, Jo, für den Kontakt und danke, dass du mich mit so einem netten, coolen Typen zusammengebracht hast, der echt eine Menge Ahnung hat vom Leben und von Gesundheit. Und ich würde sagen, Mo, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und wir so schön ins Gespräch kommen konnten über all die schönen Themen, die mich auch den ganzen Tag umtreiben. Und bevor ich die Aufnahme stoppe, würde ich sagen, das letzte Wort gehört dir. Ja, Philipp, ich will auch nur Danke sagen. Ich fand es sehr, 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 sehr schön, auch zu sehen, dass wir so viele Parallelen hatten. War tatsächlich ja meine Premiere, hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Ich finde, du bist ein super Host, der das sehr, sehr angenehm macht, ja, für jeden, der da ist. Und ja, danke. Und ich hoffe, dass wir uns mal irgendwann dann in Person sehen. Sehr gerne. An alle, die bis zum Ende zugehört haben, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.